Hi, herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf dem Kanal von Mr. Handwerk. Mein Name ist Steffi, ihr kennt mich sicherlich und da ist der Sebastian schon. Und heute geht es um den Spiegelschrank und das gesamte Bad, wie wir die Lichter zusammengestellt haben. Und zwar geht es um Innenraumbeleuchtung, genau, Schrankbeleuchtung. Genau, Badezimmerbeleuchtung, ja. Ne? Genau. Wie ihr das Badezimmer in so eine Szene setzen könnt. Und ja, gibt einiges zu sehen und freut euch drauf. Ne? Bis gleich. Bis gleich. Ja, wie fing alles an? Mit ein altem Fenster. Genau. Ein altes, schönes Bauernfenster, was wir umfunktionieren wollten zu einem Spiegel, ursprünglich zu einem Badspiegel. Mhm. Und damit wir natürlich von dieser coolen Ablage nicht diesen Platz verschwenden, haben wir dann kurzerhand gesagt, wir machen gleich einen ganzen Spiegelschrank da draus. Genau. Und dann kamst du mit der coolen Idee, den auch noch innen drin zu beleuchten. Genau, damit hat eigentlich alles angefangen, Badezimmerbeleuchtung. Genau. Wir haben dann überlegt, dass wir die Rückwand von dem Spiegelschrank aus Acryl nehmen oder wählen, so weiß, und das Ganze dann indirekt beleuchten. Da gibt es so ein Basic Sets, 3 Meter, 5 Meter, je nachdem, speziell fürs Badezimmer, wasserdicht vom Paumeinlicht. Mhm. Und das haben wir dann da in den Falz hineingeklebt. Und dadurch, wenn du dann die Schranktür aufmachst, wird dann deine Kosmetik, ne, zu 90% ist der Schrank hier mit deiner Kosmetik gefüllt, wird das dann indirekt beleuchtet. Ist ganz, ganz toll und ein richtig toller Eyecatcher, wie ich finde. Ja, ne? Ja. Auch toll, wenn man nicht gleich das große Licht anmachen möchte, wenn man abends zum Richtig. Beispiel, dann macht man das auf und hat so eine kleine Beleuchtung. Das reicht meistens schon aus. Genau. Und dann haben wir uns passend dafür auch vom Paumannlicht entschieden. Übrigens, alle Produkte jetzt, die du in diesem Video siehst, verlinken wir dir unten nochmal in der Videobeschreibung. Mhm. Haben wir uns passend dazu nochmal für zwei Wandleuchten entschieden, damit wir die gesamten großen Leuchten nicht anmachen müssen im Badezimmer, sondern wenn wir mal ein bisschen indirektes oder das ist ja schon direktes Licht, ne, haben wollen, um den Badezimmerspiegel in Szene zu setzen. Und was wäre so ein Badezimmer, besser gesagt so ein Badezimmerspiegel ohne einen passenden Kosmetikspiegel? Und da hat Steffi... Haben wir das gute Stück auch schon. Das ist der Kosmetikspiegel Jora von Paulmann Licht mit integrierter LED-Leuchte und natürlich ausziehbarem Schwenkarm. Ihr könnt das dann ein- und ausklappen, so wie ihr es braucht. Mhm. Und was natürlich auch schön ist, hier so ein Touch-Schalter. Genau. Genau. Und dann hat es auch drei Funktionen. Ihr könnt dann durch diese White-Switch-Funktion, könnt ihr ganz nach euren Bedürfnissen nämlich die Lichtfarbe einstellen. Da gibt es drei Optionen, und zwar das Tageslichtweiß. Wake-up nennt sich das, zum Aufwachen. Dann einmal Neutralweiß, ganz toll fürs Make-up und auch so Kosmetik, was Oder auch immer. Oder zum Rasieren, ne? Rasieren, genau, natürlich auch für Männer optimal. Und dann haben wir noch dieses schöne Warmweiß da zum Relaxen einfach. Ne? Das ist ein schönes, warmes Weiß. Richtig also, cool. So, und durch diese tolle White-Switch-Funktion an dem Kosmetikspiegel schon nahm dann irgendwie alles seinen Lauf. Wir wollten dann die alten Deckenspots mit dem ganz normalen kalten Licht einfach irgendwie austauschen. Richtig. Weil die neuen Deckenspots bei Paulmann Licht haben nämlich auch diese White-Switch-Funktion. Ein Homespa nennt sich das. Und da kann man eben auch in drei Stufen per Lichtschalter Tageslichtweiß, Neutralweiß und eben dieses Relax-Licht einstellen. Genau, das geht ganz einfach. Also ihr könnt die ganz normal austauschen. Darüber gibt es auch ein Video, wie ich die Deckenspots ausgetauscht habe. Das werde ich dir jetzt hier im Bild einblenden bzw. unten in der Videobeschreibung verlinken. Für unsere Einbaustrahle haben wir das Set Color benutzt. Die sind strahlwassergeschützt für Feuchträume oder eben auch den Außenbereich. IP65. Mhm. Sie haben schwenkbare Spots, optimale Ausleuchtung dadurch und jeweils nur 5 Watt. Das ist Richtig. Ein deutlicher Unterschied. Genau, wir hatten vorher Halogenstrahler gehabt. Ich glaube, die haben so um die 40, 50 Watt. Ne? Wenn im Badezimmer, wie viel haben wir denn jetzt hier? 6? Ja, 6 Stück insgesamt. Und kannst du dir dann selber hochrechnen, ganz schön hoher Stromverbrauch. Ne? Und jetzt 5 Watt und wir haben eigentlich ja so ein schönes, angenehmes Licht, ne? Und sparen dabei sogar noch Strom. Ja. Und ja, worauf ihr noch achten solltet im Badezimmer, du hast es gerade schon angesprochen, IP65 oder IP44 ist auch geschützt, beziehungsweise für Feuchträume geeignet. Ja. Der Elektriker, der zuschaut,
der weiß das. Ihr solltet natürlich nicht jetzt irgendwelche Strahler verwenden für Möbelbeleuchten oder sowas, fürs Wohnzimmer oder fürs Kinderzimmer. Im Badezimmer müsst ihr schon drauf achten, ansonsten bekommt ihr einen Kurzschluss. Wie gesagt, es gibt auch ein Video darüber, wie ich die Spots eingebaut habe. Und wenn du jetzt zum Beispiel Spots zu Hause hast, die einen kleineren Durchmesser haben, du willst aber dann größere Spots einbauen, da gibt es auch ein besonderes Tool für. Und das zeige ich dir alles detailliert in diesem Video. Genau. Ganz, ganz wichtig, wenn ihr solche Arbeiten macht, auch jetzt Wandlampen, diesen Kosmetikspiegel anschließt oder eine Glühbirne wechselt, ganz wichtig vorweg, die Sicherung rausnehmen. Ne? Ja, auf jeden Fall. So, und jetzt noch ein bisschen Kerzenschein. Genau. Und wie ihr seht, schafft man einfach mit der richtigen Beleuchtung irgendwie in jedem Raum einfach die richtige Atmosphäre. Richtig, das ist eigentlich das A und O, glaube ich. Finde ich, Licht ist das richtige. Licht. Genau. Ja. Und wir machen nämlich jetzt weiter mit unserem Badezimmerschrank. Mhm. Falls ihr euch daran erinnern könnt, hat Steffi eine alte Tür von der Straße aufgegabelt. Und dann sagte sie so, bau die da ein. Und die habe ich jetzt in der Dachschräge eingebaut. Das Ganze passt mit links und rechts zwei Türen. Mhm. Und da fehlt natürlich auch nochmal die richtige Beleuchtung. Ja, so ein bisschen indirektes Licht, ne? Wunderschön. Genau. Und da sind wir noch am Überlegen, ob wir diese LED-Stripes nehmen, indirekt hinter der Schiene. Müssen wir mal schauen. Ja. Ne? Dann machen wir uns jetzt auf jeden Fall schlau. Und ich würde sagen, ich lasse das Badewasser ein. Du hüpfst rein. Super Idee. Und ich kümmere mich um das richtige Kaffee Licht. Kaffee hätte ich noch gerne dazu. Alles klar. Das meine ich ernst. Ja, nee. So.